Hi, hier ist DL2YMR. Herzlich willkommen in meinem Check. In diesem Video zeige ich euch, wie ich mit Unterstützung des P3 auf DX-Jagd gehe. So, im Cluster kam es durch. OX3LX auf 18068 als DX-Station gemeldet. Der P3 ist entsprechend vorbereitet. Die Empfangsfrequenz liegt auf dem grünen Cursor an. Dort sollte OX sich gleich melden. Und da ist er schon. Er arbeitet eine japanische Station. Die müssen wir jetzt suchen und passt sogar schon. Sie ist bei mir im roten Cursor. Das ist mein Sendecursor, auf der Frequenz ich aber auch gleichzeitig jetzt empfangen kann. Mit dem Subreceiver des K3. Ich sende mein Rufzeichen auf der Sendefrequenz, wo eben der Japaner zu hören war. Dort sollte mich OX jetzt eigentlich hören. Übrigens, OX sollte im linken Kopfhörer zu hören sein, sofern ihr einen verwendet. Und die anrufenden Stationen sollten im rechten Kopfhörer zu hören sein. Da ruft jetzt eine russische Station. OX hört noch, er sendet noch nicht. Man sieht, dass ganz rechts auch eine starke Station aus dem Rauschen kommt, die auch den OX ruft. Und da ist er wieder. Und? Ja, genau den hat er. Jetzt postieren wir uns. Und ich postiere mich etwas rechts davon, weil ich vermute, dass er in seiner Empfangsfrequenz immer weiter etwas nach rechts geht. Ich sende jetzt mein Rufzeichen. Immer wieder. Ich kann zwischen meinen Zeichen hören und ich kann es auch im P3 sehen, ob der OX sich meldet. Bingo, da ist er. So, jetzt tauschen wir noch die Ziffern aus. Und das war's, er ist im Log. Viel Spaß beim Funken, 73 und AWD. Oh je, der hat DF2YMR verstanden und nicht DL2YMR.